SRF 1. A point. Präsentiert von Betty Bossi, der Expertin für ihre Koch- und Backideen. Rezepte und Tipps auf bettybossi.ch. Wenn man gerne Pommes frites hat, aber selber keine Fritteuse, dann nimmt man doch auch mit die Ofen frites. Oder macht die sogar selber Ofen-Pommes frites von Grund auf. Das Problem ist nur, dass Pommes frites aus dem Backofen manchmal alles andere als knusprig rauskommen. Gibt es da nicht einen Trick? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, wie man das sicherstellen kann, dass die knusprig werden? Das hat sich Claudia Buttelier von Betty Bossi überlegt. Und dann hat sie angefangen, rumzutüfteln in ihrer Küche und hat eine super Lösung gefunden für das Problem, hat sie mir gesagt. Ja, das hoffe ich zumindest. Ich habe jedenfalls einiges ausprobiert, bis ich eine gute Lösung gefunden habe. Wenn auch die ein bisschen aufwendiger ist, als wenn ich jetzt einfach die Höräpfel würde, Stäbli schneiden, mit Öl mischen und im Ofen backen. Ich glaube, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die sehr gerne so ein bisschen Aufwand auf sich nehmen und ein bisschen rumpröbeln und mit dir zusammen das quasi ausprobieren. Wie hast du denn gemacht, dass die knusprig werden, die Ofenfritte? Also für die Ofenfritte habe ich Höräpfel aus der roten Verpackung genommen, weil die besonders gut für die Zubereitung bei höheren Temperaturen geeignet sind. Die Höräpfel habe ich in Stäbli geschnitten, die waren etwa 8 mm dick gewesen. Und dann habe ich die Stäbli in kaltem Wasser kurz gut durchgewaschen. Warum ist es wichtig, dass man die geschwind abwäscht? Durchs Waschen wird die Stärke an der Oberfläche der Stäbli, der Höräpfelstäbli, entfernt. Und das gibt schlussendlich einen schöneren und gleichmäßigeren Brünungseffekt. Und dann habe ich Wasser zusammen mit Natron aufgekocht, gesalzen und die Höräpfelstäbli portionenweise je etwa 1 Minute blanchiert, also in dem Wasser gekocht. Blanchieren im Salzwasser, kein Problem, aber jetzt habe ich gestutzt, du hast gesagt, Natron, du streichst das Salzwasser. Wieso Natron? Natron bewirkt, dass die Oberfläche der Höräpfel ein bisschen schneller aufgeweicht wird und somit auch ein bisschen mürber wird, was noch einen besseren Knuspereffekt mit sich bringt. Blanchieren im Salzwasser allein bringt aber auch schon sehr einen guten Effekt, weil das heisse Wasser die Oberfläche, also die Zellstruktur der Höräpfel an der Oberfläche verhärten. Und wenn dann die heissen Höräpfelstäbli mit der Schaumkelle aus dem siedenden Wasser genommen werden und auf sauberen Haushaltstüchli ausdampfen, dann geht halt natürlich noch ein bisschen mehr Wasser weg wie sonst. Und das bringt auch einen sehr knusprigen Effekt beim Endergebnis mit sich. Natron hat man meistens dort, wo man auch das Backpulver hat, im Küchenschränkchen. Ging Backpulver auch? Ja, das habe ich auch ausprobiert. Ich finde aber, es gibt nicht ganz den gleichen Effekt wie mit Natron. Und ich vermute mal, dass es daran liegt, dass Backpulver zusätzlich noch Säure drin hat. Und das Natron erhöht ja darum den pH-Wert vom Wasser ein bisschen mehr wie Backpulver. Jetzt merkt man schon beim Zuhören, pH-Wert, Zellstrukturen, Oberflächen. Also da geht es zu und her wie in der Physik oder in der Chemie, wenn man mit dir kocht. Ja, also beim Kochen hat ja immer sehr viel mit Chemie und Physik zu tun. Aber Natron ist natürlich ein Produkt, das man in jeder Backabteilung überkommt und darum höchstens in der Kombination mit Höräpfeln ein bisschen spezieller ist. Ein bisschen ungewohnt. Also, jetzt haben wir die Höräpfelstäbli blanchiert mit Natron und nachher auskühlen. Wie geht es weiter? Die Höräpfelstäbli werden dann mit Öl gemischt und auf 2 mit Backpapier beleidigten Blech verteilt. Dabei sollte man halt wirklich darauf achten, dass sich die Stäbli möglichst nicht berühren, sodass sie rundum schön gleichmäßig backen können. Backen werden sie dann bei 220 Grad Heißluft für etwa 15 bis 20 Minuten. Und ich mache da auch nach der Hälfte der Backzeit etwa die Ofentür mal kurz auf, damit der Dampf entweichen kann. Muss man sie einzug umdrehen, die Stäbli, oder könnte die liegen bleiben, einfach auf einer Seite? Ja, es gibt Rezepte, wo das so drin steht. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich bin immer einfacher, ist besser so unterwegs und ich habe so ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Gut, dann nehmen wir das Blech raus. Fertig sind es, die knusprigen Ofenfritte, wenn alles geklappt hat. Wie sieht es aus mit dem Salzen? Haben die genug Salz bekommen vom Blanchieren oder würdest du noch ein bisschen drüber tun? Also ich würde es auf jeden Fall probieren vor dem Servieren. Ich habe das Rezept so konzipiert, dass es genug Salz drin hat, aber es ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Darum würde ich am Schluss noch ein bisschen Fleur de Sel drüber streuen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man nicht mehr wie 1 Kilo Höräpfel aufs Mal in den Backofen rein tut. Und wenn das nicht lange, dann kann immer noch etappenweise backen und dann jeweils gerade die frisch gebackenen Ofenfritte servieren.
In der Claudia Butteli, ihr Rezept für knusprige Ofenfritte, findet sie auch online, natürlich beim Appoint auf srf1.ch, zusammen mit den vielen anderen guten Tipps von dieser Woche rund um Herdöpfel und was man daraus machen kann. Appoint. Präsentiert von Betty Bossi, der Expertin für ihre Koch- und Backideen. Rezepte und Tipps auf bettybossi.ch. Und nächste Woche, der ab Montag, geht es im Apo auch um etwas, das meistens gerade um diese Zeit herum passiert. Das eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.